Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Legend of Zelda Ocarina of Time. Oh Gott. Hab. Nö. Gerade keine Lust zu battlen. So. Ach ja, stimmt, da war ja noch was. Nö. Wir haben, glaube ich, weitestgehend vieles oder fast alles. Nicht wirklich. Wir haben 2 von 4 Geistern. Yay! Wir haben aber jetzt auch den Bogen. Und der Bogen bringt uns natürlich auch Vorteile. Beispielsweise können wir jetzt Dinge aktivieren, die wir vorher nicht aktivieren konnten. Toll, jetzt will man die gerade zeigen und dann geht es nicht. Ist ja am Ende irgendwie immer so. Shit. Ich habe das jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt gehabt, deswegen muss ich mich da gerade erstmal reinfinden wieder. Oh, roll ich hier erstmal mit dem Pfand. Und zack, erledigt. Yay, der Konnesser. Ich muss mal gerade gucken. Also ich habe den großen Schlüssel, den Masterschlüssel. Und eigentlich auch alles andere. Ich muss jetzt nur gucken, wo ich dann noch gleich hin muss. So, hinauf. Klettere, Link. Checken wir mal kurz die Karte. Das, nee, das ist die obere Etage. Da war noch ein Raum, wo ich noch nicht war. Hinauf. Rauf mit mir. So. Zack. Stimmt, 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 da war was, da war was. Ich bin jetzt in dem Raum. Aha. Genau, jetzt bin ich nämlich hier, dann muss ich rechts rum gleich. Lauf, 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 lauf. So. Jetzt bin ich hier. Dann, 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 dann. Hier musste ich ja die Geistertypen zusammenscheuchen. Das weiß ich noch. Hier drin hatte ich meinen Battle. Ich weiß gar nicht mal, welchen Gegenstand ich hier gekriegt habe. Ob das, war das der Bogen? Nee, warte, den Bogen habe ich nicht. Habe ich den von da? Ach Gott, ich hab, nee, kann ja gar nicht. Denken! Logisch! Denken! So. Ich krieg Pfeil, obwohl ich überhaupt nichts brauche. Fangs! Genau, dann bin ich nämlich jetzt hier und dann war ich in dem nächsten Bereich. Und das war ja hier. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum war ich nicht hier weiter. Jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht weiter war. Ah, crap. Okay. Also hätte ich theoretisch woanders lang gemusst. Jetzt weiß ich warum. Oh, jetzt fehlt mir. Jetzt muss ich ja voll ein Stück laufen hier. So, so ein Ninja Backflip. Also braucht man definitiv noch einen Silver Key.
Jetzt eier ich hier rum, als wenn ich von nichts zu planen habe. Und dann nur, weil ich von nichts zu planen habe, weil ich ein bisschen was um die Ohren hatte. So ist das manchmal. Ja. Aber ich bin auch zurzeit, habe ich ja, also ich habe jetzt seit neuestem ein 3DS. Und beschäftige mich auch mit einem neueren Zelda-Teil. Und zwar. Ah, shit, ah, shit. Nein. Du eklige Misthand, kannst abhauen. Und zwar mit A Link Between Worlds, welches die Fortsetzung von meinem Favoriten Zelda aller Zeiten ist. Ja, noch mehr als Ocarina of Time oder Majora's Mask. Ich weiß, es wird von allen gehypt, aber ist mir sowas von Wumpe, dann glaubt ihr gar nicht. Wie wär's mit Nein? So, hopp. Eigentlich hätte ich mir schon die Birne daran brechen müssen, dass ich jetzt überhaupt so tief gefallen bin. Hi. Hi, hi, Spinnchen. Ja. Machen wir einfach mal so. Ach, stimmt, da war ja auch noch was. Kurz Karte checken. Ich vertraue mal jetzt ein bisschen mehr der Karte. Zip. Zippididoda. So, Türchen ist offen. Meisterschütze Link. Bin in Wirklichkeit Legolas in Verkleidung. Stimmt, hier waren wir ja dann. Taktisch. So. Da oben. Okay. Na gut, soweit kommt der nicht. Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Spiel schon die Erweiterungen gab für das Teil. Ich denke mal, ich muss irgendwie da oben. Oh, Moment, Moment, Moment. Mal gucken, ob das klappt. Yes! Shit. Nicht hoch genug. Wasser. So, von hier jetzt nochmal. Ach komm schon, das geht nicht. Das ist zu viel verlangt. Okay, Link, du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich, Minium. So, okay, vielleicht muss ich es einfach aus einem anderen Winkel versuchen. Und so sieht er die natürlich nicht. Scheiße. Okay, aber vielleicht kann ich es trotzdem schaffen. So, ein Ticken höher. Verdammt nochmal. Okay, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Und. So, meisterhaft. Kommen wir da drin. Zum Glück sage ich jetzt nichts über den Inhalt der Kiste. Aber die goldene Skulptur, die sacke ich natürlich ein. Ich weiß, so. Scheiße, so kann ich jetzt gar nicht da oben dran zielen. Nee. Das wird nichts. Okay, mal kurz checken. In der Karte. Hier war jetzt noch eine Tür, wo ich nicht drin war, oder was? Da oben weiß ich ja, dass da die Stelle ist, wo mit den Enterhaken, wo man lang muss. Hier war jetzt noch auf der Ebene was, wo ich nicht war. Ach, da oben bestimmt. Ja gut, Oh.
Okay. Okay, der Plan hat sich dann auch gerade in Wasser aufgelöst. Toll. Shit. Da oben tatsächlich eine Tür. Okay, also hier kommen wir schon mal nicht weiter. So viel steht fest. Was gibt denn die Tür hierher? Hey, hey. Ich fand es ja immer, wie gesagt, amüsant, dass die Leute sich immer über die Wassertempel beschwert haben, aber mich persönlich hat immer dieser Tempel Kirre gemacht, also weniger jetzt eigentlich der Wassertempel. Klar, der Wassertempel war jetzt nie wirklich angenehm und der ist auch in jedem anderen Zelda nie wirklich angenehm gewesen. Aber ich meine, ey, was will man denn machen? Ich habe gerade... Habe ich jetzt gerade ernsthaft keinen verflixten Plan, wo ich hin muss? Ja, komm, du gehst mir nicht so auf die Nüsse. So. Eins. Zwei. So handhabt man das nämlich, wenn man jetzt einen Bogen hat. Jetzt ist ein Schluss mit dem Rumalbern. So, hier oben waren wir ja schon mal. So. Und Wasser. Na komm, ich würde sagen, zieh doch da in die Mitte und dann sind alle glücklich. Da muss ich hin. Aber wie komme ich da am besten hin? Ja, das ist ja nämlich nur dort. Nee, da kann ich nicht lang. Checken wir mal alles aus. Der planlose Bart. Zuck, zuck. Ja. Oh nein, bitte nicht. Mit deinen teutonischen Wasserangriffen. So, hier waren wir jetzt ja auch schon. Oh Gott, ich habe null Plan, wo ich bin. Bossetage ist ein tiefer. So, hier war ich jetzt an zwei Orten noch nicht. So, da komme ich aber auch nirgendwo hin. Das ist ja das Problem. Ich habe so den Eindruck, dieser Plan wird nicht besser. Oh Gott. Weil ja schon durch diese Musik wirkt das auch so, als ob sich das alles so zieht. Es muss alles easy peasy lemon squeezy. Wie kommt man denn nochmal dahin? Wie kann man nochmal dahin? Egal, okay, an der Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.